Willkommen zurück bei Hausflipper. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und wie? Gut, wir haben dieses komische Sportbad. Ich war jetzt auch Handschuhe fertig. Das machen wir jetzt erstmal. Den Raum aufgeräumt haben wir hier schon. Dann fangen wir jetzt erstmal an mit den Inspirationen. Ich vermute mal, das wird hier eine Art Trainingsraum. Deswegen tendiere ich zu sowas. Da gefällt mir der Schwarze aber besser. Mal gucken, wie es aussieht. Sonst können wir es ja immer noch ändern. So. Und wir sollten den Spalt hier natürlich mitmachen. So. Sehr schön. Aber zum Trainingsraum, finde ich, passt der irgendwie schon. So, warte mal. Soll hier nur eine? Nur eine Wandfarbe diesmal, ne? Okay. Ja gut, wir könnten es in... Ja, nicht schon wieder orange, aber immer silber. Das wird auch nervig. Fliesen will ich ja auch nicht haben. Ich finde, zum Trainingsraum passt sowas immer ganz gut. Ja. Nehmen wir auch. Hatten wir jetzt schon lange nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 brauchen wir garantiert bei dem großen Raum. Obwohl, wir haben ja auch viel Fenster hier, aber... Gut, würde es so gehen, machen wir das in schicker Ziegelsteinoptik, oder? Wie wird es aussehen? Mal kurz gucken. Für einen Trainingsraum, finde ich, wird's passen. Jo, das machen wir. So, dann haben wir den Raum hier ja auch. Das ist sehr schön. Und hier sind auch noch ein Haufen andere Inspirationen aufgetaucht, würde ich sagen. Gut, etwas für Schätze. Wir brauchen doch nicht so viele, aber das macht ja nichts. Budget ist hoch genug. Sehr schön, aber so schlecht sieht das gar nicht aus. Nee, also zum Trainingsraum passt es. Was haben wir denn hier? Dachte ich mir doch, Trainingsraum. So, Crashstation fest. Okay, Vorrat. Wir geben mir mal das Ding da, was auch immer das ist. Irgendeine Crashstation mit Name. Und die passt hier doch perfekt hin, oder? So. Jo. Dann soll ich hier noch was hin. Gut, dann nehmen wir jetzt mal das Ding. Okay, das Ding ist relativ klein. Zack. Und hier auch nochmal. Komm, dann nehmen wir so ein Trimm-dich-fett-Crossrad da. Kann er schön aus dem Fenster gucken. Stellen wir so hin. Jo. Da noch was hin. Dann nehmen wir jetzt mal die Fitness-Bug MB Hamba Sport. So, stellen wir mal so hin. Dann kann er beim Trainieren auch aus dem Fenster gucken. Ein Träumchen. Und hier garantiert auch nochmal. Jo. Ein Fahrrad im Raum. Ich weiß ja nicht. Komm, wir nehmen hier das Laufband. Sehr schön. Jo, gut. Sport treiben kann er hier auf jeden Fall. Und hier aufgerollte grelle Trainingsmatte, grelle Matte, Gymnastikball. Komm, wir legen hier die grüne hin. Die passt hier farblich. Zack. Und hier neben legen wir einfach so einen Gymnastikball. Aber ein bisschen größer. Gymnastikball gehören größer. Sehr schön. Wunderbar. Und die nächsten Inspirations. Sehr schön. Okay. Sprossenwand Bäber? Warum nicht? Das Ganze sieht hier eh schon aus wie eine Sporthalle. Alles klar. Ich würde sorgen, wir legen hier mal so ein Sprengsäul auf den Boden. Und da, gut, da legen wir jetzt eine Hantel hin. Und hier haben wir ja auch noch. Ja, komm. Nimm mir die Boxhandschuhe. Wenn hier mal irgendwelcher Stalker vorbeikommt, ist er gleich bewaffnet. So, Pastel, Lesi, was ist denn das? Getränkeschrank oder was ist das? Ich weiß es nicht. Das ist ein Spiegel, ach so. Dort ist auch ein Spiegel. Dann nehmen wir mal den, ein bisschen größer. Passt der hier überhaupt? Ja. Sehr schön. Ah, das ist ein Heiterspiegel mit Tablet drin. Alles klar. Das gleiche, einer davon braucht er eigentlich nur, ne? Da hängen wir das ein. Machen wir mal den Farben blau. Das ist sehr schön. Und da. Komm, da hängen wir ihn so ein schönes Bildchen hin. Er trainiert hier schließlich hier den Puma in sich, ne?
Jo. Da soll auch noch weiter hin. Okay. Jo, Mann, ich kann nicht zweimal das gleiche Bild hinlegen. Wie sieht denn das aus? Oh, Grünzeug passt auch nicht in die Sporthalle. Ah, gut. Wäre zumindest was anderes. Das passt hier nicht, Mama. Warum nicht? Hier ist so genug Platz. Schon besser. Okay. Das heißt, bis auf die normalen Sachen, die wir jetzt bauen müssen, haben wir alle Inspirations. Das heißt, einmal Lichtschulde. Den packen wir mal hier neben. Zock. Hängender TV soll hier auch noch hin, damit er die neuesten Aerobic-Videos gucken kann. Oh, hier neben ist auch Mist, ne? Ja. Ja. Warte mal, ich hänge das gleich nochmal um. Der muss ein Stückchen rüber. Ungefähr. Was wir machen? Ah, nicht ganz an die Tür, sonst kommen wir nicht mehr raus. So, damit wir den hier ein bisschen mittiger hängen können. Sehr schön. So passt das. Den haben wir hier noch radiofest dick. Das Radio passt hier doch. Ein bisschen schräg. In die Ecke. Genau. Können wir es anmachen? Nein. Stallregal für die Garage. Okay. Das Stallregal können wir hier hinstellen. Wahrscheinlich für seine Sportgeräte. So, Flasche Zivra. Ui. Stell drauf. Form vom E2. Hat er hier ein bisschen Ersatzgetränke. Sehr schön. Flasche Ziri. Stellen wir auch mal drauf. Sind halt seine Sportgetränke. 4 Deckenleuchten. 4. So ist eine hier hin. Und eine Tür hin. Hängen die ungefähr gerade. Ah, ungefähr. Eine dahin, ja. Und eine dahin. Ungefähr. Mach mal Licht an. Jo. So, dann nehmen wir mal die größeren. Rohpost. Zack. Krieg ich ja 2 Rude. Da brauchen wir noch andere Handtücher. Und da machen wir immer 2 gelbe draus. Wo, das passt hier zu ihm? Wenn man sich mal so sein Part anguckt. Passt das. So, dann haben wir das Fitnessstudio auch fertig. Jo, ein Träumchen. So, dann haben wir den großen Raum hier noch. Ne, ich will mal kurz was gucken. Ja, hier unten. Ne, hier muss noch irgendwo ein Raum sein. Nur mal so nebenbei bemerkt. Wo? Das hier ist kein extra Raum. Warte mal, hier nebenan ist noch was. Wenn ich das gerade richtig sehe. Nimm mal weg den Müll hier. Hier, tatsächlich. Den habe ich wegen dem Müll gar nicht gesehen. Machen wir erstmal den hier. Erstmal Müll weg. So. Soll ich noch Müll? So, Gegenstände verkaufen. Einmal der da weg. Das war noch nicht alles. Die Birnen noch weg. Da ist noch eine. Und das muss noch irgendwo eine sein. Oder? Ja. Irgendwo da. So, das war's mit Verkaufen. Den einmal selber machen. Verschmutzung hier weg. Obwohl ich das wirklich hübsch finde. So, und jetzt. Wandfliesen, Steinsteller und Bodenfliesen. Dunkle Walnuss. Da ist sie wieder, die gute dunkle Walnuss. Lang nicht mehr gehabt. Gut. Immer doof, wenn die Ecken da drin sind. Legen wir erstmal ein bisschen da. Das hier machen wir mal mit. Zack. Sehr schön. Da nochmal. Na. So, Fußboden hätten wir drin. Und Wandfliesen, gut, das ist ungefähr wie drüben, ne? Wird das hier auch nochmal ein Fitnessstudio? Boxring, das wird eine Boxarena. Ach so.
Da sollen aber definitiv die hin. Gut. 1, 2, 3, 4, 5 sollten diesmal reichen. Wovon hatten wir zu viele? Dann machen wir hier auch nochmal die Rinn. Würde ich sorgen. Und hat einen Boxraum auch. Aber wo will der Gute denn wohnen? Nur mal so nebenbei gefragt. Alles bis jetzt nur Sportsachen. Wahrscheinlich oben. Sehr schön, dann haben wir die Wände hier auch. Diesmal hat es sogar gereicht. Wir haben 3 Fliesen über. Ein Träumchen. Aber das sieht jetzt gerade nur so komisch aus, weil die Sonne gerade untergeht. So, auf jeden Fall. Fußboden sind, Wände sind. Dann machen wir erstmal den Lichtschalter und bauen erstmal die Lampen. Also, sonst sehen wir gleich nichts mehr. So, da sollen 8 Halogenlampen rein. 8 Stück. Das ist viel. Das ist echt viel. Okay, dann würde ich sorgen. 1, 2, 3. Ah, so kommt das aber nicht hin mit 8, aber... So, weil wir jetzt auch schon 5 hätten. Mal gucken. So. Na, machen wir ordentlich hier. Dorthin passt da nicht ganz. Hier, auf jeden Fall werden wir jetzt bei 7. Wenn ich hier denn noch eine hinmache, dann ist die Mitte komplett frei. Ne? Aber vielleicht kriege ich die Mitte ja extra. Abwarten. 9 wären besser gewesen. Aber gut. Auf jeden Fall erstmal Licht an. Sieht aber gar nicht so schlecht aus. So, machen wir erstmal den Boxring. Der dürfte relativ groß sein, wie ja gesagt. Der müsste ja natürlich genau in die Mitte, ne? Das ist nicht die Mitte. Das ist definitiv nicht die Mitte. Dann müsste wohl der hier über. Den kannst du gar nicht ordentlich setzen. Dafür ist der zu fett. Passt schon so, man kommt ja vorbei. Obwohl, jetzt ist er schief, ne? Das ist ja komplett schief. Warum? Ich habe den doch gar nicht gedreht. So, so steht er zumindest gerade. Auch wenn es nicht schön ist, aber er ist Detor. So, ein Holzregal auf jeden Fall. Das hängen wir hiermit an. Zack. Sprossenläuter 2 Stück. Würde sorgen. Eine hier. Und die andere direkt daneben. Das ist halt zum Trainieren, ne? Zock. Wunderbar. Boxhandschuh. Pass er darauf? Jo. So, Foto New York. Alles klar. Ja gut. Klassische Boxdeko, ne? Hier wird es besser passen, finde ich. Da sieht man es nämlich auf dem Boxring. So, nochmal 2 Paar Boxhandschuhe. Die da nicht raufpassen. Nein. Okay, weißt du was? Die einen kommen hier hin. Die anderen kommen da hin. Hat er, glaube ich, das passende Equipment, wenn er mal einen Partner findet. Hanteln, die können wir hier so hinlegen. Zack, brauchen wir 2 Stück von. Sehr schön. Und 2x helle Trainingsmatte. Ich würde sorgen, hier und hier, so direkt vom Fenster. Passt schon. Jo. Denn es müsste so ein guter Boxring auffällig. Alles klar. So, wir machen mal gutes Licht an. Jetzt haben wir nämlich, glaube ich, hier unten nur noch den Raum, ne? Ja. Hier müssen wir erstmal Müll aufräumen. Ich glaube, viel Licht hier nicht mehr, aber ein bisschen ist schon noch da. Ganz Spraydosen hier. Sehr schön. Hol ich noch Müll. Ist ja alles nur zum Wischen, ne? Ew.
Okay, das ist auch zum Wischen, das ist zum Wischen. Irgendwo muss ja noch Müll rumliegen. Finden wir schon. Machen wir erstmal sauber. Dann sehen wir ja schon, wo noch Müll liegt. Denke ich. So. Was ist denn das hier eigentlich? Auf der Minimap ist hier ein riesen schwarzer Fleck. Ah, ich sehe schon. Jo. Die Folie war wieder wegen des Lichtes nicht zu sehen. So, sauber gemacht haben wir alles. Den sollen wir jetzt hier auf jeden Fall die Glühbirnen verkaufen. So, ist noch eine. Ein Träumchen, Lichtschalter sollen weg. Jo. Der soll weg. Und hier ist noch eine Glühbirne. Weg damit. So, auf jeden Fall haben wir hier wieder Streiche mit dem Farben Milchstraße 80 Mal. Und Wandfliesen Steinschindelle 58 Mal. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal den Fußboden und dann kümmern wir uns erstmal um die Möbel, um zu sehen, wie was hier hin soll mit den Wänden. Wir kennen die Spielchen. Mit Lampe zu hell, ohne Lampe zu dunkel, wir kennen die Spielchen. Der Tag- und Nachtzyklus hier im Spiel ist vielleicht realistisch, aber etwas nervig. Das sage ich ganz ehrlich. So. Hm? Ich weiß nicht, das soll wahrscheinlich in dem Boden mit, aber... So, hier fehlt noch. Das muss natürlich auch. Sehr schön. Gut, gut. Was sollen denn hier überhaupt für Möbel rein? Couch, Tisch. Okay, das hier soll ein Wohnzimmer werden? Ein Gaming-Wohnzimmer? Mit Dartscheibe und alles? Okay. Okay. Wo die Couch hin? Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich weiß nicht, ob das schön ist, vor allen Dingen wegen Tisch. Ich war erstmal überlegen, hier die Couch in die Ecke, weil sie hier perfekt passen würde. Aber, ja, gut. Man weiß ja nie bei manchen Leuten, ne? Man kann es ja wieder umstellen. Gucken wir erstmal. Sehr schön. Was ja so viel, was hier rein soll. Dann haben wir hier den Couch-Tisch. Den stellen wir erstmal davor. So. Guck mal, dann haben wir nämlich noch so einen Schrank zum Weisen. Den könnte man perfekt hier so nebenstellen. Aber ob das so bleibt, ist noch eine andere Frage. So, warte mal, das ist eine Musikanlage. Nee, gehen wir wieder auf Aufgabe hier. Boxen, Kickertisch, hier soll mich so einiges rein. Auch noch ein Couchtisch. Hier soll noch eine Couch hin. Sind das Bilder? Das sind Teppiche. Fernseher nämlich noch. Und der Fernseher soll auf jeden Fall an die Wand. Mini-Kleiderbügel, das ist hier richtig furchtbar. Okay, dann soll die Couch wahrscheinlich hier hin, aber hier fürs Fenster? Und hier wird sich der Fernseher perfekt machen, ne? Aber könnte auch irgendwann mit den Boxen. Hier wird er sich aber auch perfekt machen. Aber wenn wir den Fernseher hier hinhängen, dann passt die Couch da hinten natürlich nicht. Nur mal was gucken. Wenn wir die mitnehmen. Man, das ist doch so eine dämliche Edge-Couch. Man könnte sie ja so hinstellen. Ich meine, das ist ja modern heutzutage. Das sieht quasi... Achso, ist aber auch Mist, ne? Dass man hier hinten noch durchkommt. Kann aber auch sein, dass es so ein bisschen getrennt sein soll, dass das ganze Ding so soll. Würde auch passen, ne? Obwohl, das passt so oder so nicht mit dem Fernsehen. Oder soll das Ganze hier ein bisschen überstehen? Das sieht auch doof aus, ne? Also ich meine, damit es mit dem Fernseher mittig passt, müsste die Couch so ungefähr stehen. Man würde gehen hier in der Couchtisch hin, aber das sieht schon merkwürdig aus. Aber es kann auch sein, dass die Couch ein bisschen als Raumtrenner fungieren soll, ne?
Heutzutage ist ja alles so ein bisschen abstrakt eingerichtet. So, wohl das würde mich denn auch passen? Kleine Boxen, 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 große Schiebetür, ja, ja. E-Gitarre, ich wollte an den Hinuku gehen. Glastuschwand, alles klar. Ob hier, guck mal, hier haben wir auch noch eine Couch. Ein Fernsehtisch oder so hin soll, sieht aber nicht danach aus. Das ist eine Konsole, weil wo, irgendwo müssen die ganzen Sachen ja hin. Ich meine, das muss ja alles in der Nähe des Fernsehens, aber ich sehe es persönlich kein Fernsehtisch. Nehmen wir erstmal die zwei großen Boxen. Die können wir ja ohne Probleme links und rechts vom Fernseher hinstellen. Zock. Sehr schön. So, und dann haben wir noch zwei dunkle Bücherregale. Die würden rein theoretisch perfekt hier in die Ecke passen, oder? Wenn sie hier rein sollen. Glaube ich gar nicht, wa? Passen die hier perfekt ran? Na, nicht ganz. Obwohl. Und hier vielleicht noch einen hin? Ich weiß nicht, ob so gedacht ist, aber das ist wieder schwierig hier. Komm, wir haben ja noch diesen riesen, gigantischen Kickertisch, der gar nicht so gigantisch ist. Der würde hier eigentlich perfekt hinpassen. Hm, wir brauchen ja auch noch eine Couch, ne? Stell den erstmal hier hin. Glaub aber nicht, dass der das stehen bleibt. Oh, guck mal, wir haben nämlich hier noch die Chemia-Couch. Die soll vermutlich hier hin. Sehr schön. Die E-Gitarre soll mit Sicherheit an die Wand. Hier so als Deko oder so. Können wir sie ein bisschen drehen? Ja. Zack. Hm. Kleiderbügel, das ist mit Sicherheit die Garderobe. Könnte man hier hinterstellen, aber wer will denn gleich hinter Jacken und so sitzen? Ich glaube, er hier wäre besser angebracht. Sehr schön. Stehlampe Webway. Die Stehlampe würde ich schon fast hier so sagen. Schiebe die Gitarre ein bisschen rüber. Na, bleibst du wohl schräg. So. Gut. Doppelschiebetür aus Holz. Okay. Also hier bestimmt nicht, denn schon eher hier, ne? Ja, gut, dass ich hier die Seiten mitgemacht habe. Gut, dass ich die Seiten mitgemacht habe. So, auf jeden Fall. Ja, das ist immer noch der Verstärker. Wir haben hier noch eine Doppelschiebetür. Wo soll die denn hin? Bestimmt nicht vor die Haustür. Da soll bestimmt die normale rein. Die habe ich mich auch schon gesehen. Da. Stimmt, ich hatte die Tür ganz vergessen. Da. Na? Jupp, hier habe ich zum Glück auch die Säulen mitgemacht. So, wir haben nämlich noch eine normale Tür. Die sollen mit Sicherheit hier rein. Ja, das glaube ich schon eher. Gut, ja, jede Menge Wanddeko, Tischlampe und so. Holzregale. Dafür haben wir hier noch einen kleinen Couchtisch, der vermutlich hier vor soll. Denke ich mal. Guck mal, dann passt das mit dem Kickertisch mir so nett. Aber allerdings könnte man ihn perfekt... Ah, wir stellen mal hier hin. Ich meine, man wird ja wohl nicht gleichzeitig durch die Tür gehen und spielen, ne? So, kleine Boxen, 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 Boxen. Ja, das wissen wir. Konsole und so weiter, Fernbedienung. Wir haben aber echt kein Regal für das. Kann das sein, dass das da unter soll?
Also, davon sollen wir noch eins, ne? Vermutlich. Oder meine Fernseher können wir ein Tickchen höher hängen. Dann können wir den mir auch noch ein Tickle höher hängen. So, dann könnten wir nämlich hier den AMP, der kann nach unten. Zack. Dann können wir die Miniboxen hier rauf. Und in die Mitte kommen dann die Konsolen. Oder die eine Konsole. So, da ist noch eine kleine Box, die kommt nach hier oben. Sehr schön. Dann haben wir nämlich hier noch die Konsole fest. Die wollte ich nämlich in die Mitte legen. Sehr schön. So, dann haben wir noch die Fernbedienung. Die lege ich hier mal auf den Tisch. Wunderbar. Halogendeckenlampe, okay. Kopfhörer, Controller, 2 Stück. So, machen wir mal ein Grün. Die legen wir aber hier neben die Konsole. Sehr schön. Und wir brauchen noch einen Controller. Den nehmen wir dann mal in Weiß. Gibt es ja auch verschiedenfarbig heute. Auch wenn ich persönlich eigentlich nur grundsätzlich schwarze Controller nutze. So, dann haben wir hier noch ein Headset. Das können wir sogar in RGB-Beleuchtung. Sehr schön. Das legen wir jetzt auch mal mit drauf. Das braucht er jetzt nicht. Der wohnt hier noch nicht. An. Ein Träumchen. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal die Lichtschulter. Einen machen wir die für T4 hin. Einen machen wir da hin. An die Haustür kommt noch eine. Hier würde ich schon versorgen. Und hier bei der Tür kommt einer. Aber die 4 nehme ich auch. Gut, ansonsten nur noch Wanddeko und so, ne? Und die Lampen. Auch wenn ich noch nicht so genau weiß, wohin die Glasdusche wand, aber wir brauchen vor allem 2 Stück davon. Aber ich vermute mal hier als Raumtrenner. Oder? Werden wir sehen, wie es aussieht. Wir brauchen davon ja noch eine zweite, ne? Ne? War nur die eine? Okay. So, dann würde ich sagen, hängen wir jetzt noch die 2 Lampen dran. Und dann kümmern wir uns erstmal darum, wie wir das hier ein bisschen streichen. So, da eine und den... Hier ist natürlich doof, ne? Sagen hier so hin. Gut, machen wir Licht an. Machen wir unser Licht aus. Zumindest haben wir hier Licht jetzt. Gut, weil wir sollen ja, wie gesagt, bip, bip, bip. Die Steine sollen 58, also wahrscheinlich der Bereich hier. Der Rest denn wahrscheinlich in Milchstraße. Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5 brauchen wir bestimmt. Ich nehme mal 6. Ich würde dann sagen, von hier an. Deswegen wahrscheinlich auch die Glaswand, um das Ganze zu trennen. Und dann sehen wir ja, wie es aussieht und vor allem, wie es hinkommt. So, genau bis zu der Ecke kommt das hin mit den 58, die wir davon brauchen. Aber das würde ein bisschen doof aussehen, obwohl... Na, die Ecke machen wir mit. Aber ansonsten... Ich war erstmal überlegt, das hier zu streichen. Kommt das, glaube ich, hin? Dann müssen wir den Rest gleich nur noch streichen. So, wieso ist hier überhaupt die Tür auf? Das irritiert einen doch. Aber ich muss auch sagen, dass das gar nicht so schlecht aussieht, ne? Also. Das hat schon was, ne? So, die Ecke ist extra und da streichen wir dann jetzt Milchstraße. Zack, zock. Dort wäre ja die Farbe, dann nehmen wir jetzt aber den großen Eimer. Da brauchen wir auch 80 Stück von. Ich hoffe nur, dass wir auch wirklich genau auf die 80 kommen mit dem, was hier jetzt noch frei ist. Aber das werden wir sehen.
Jo, Leute, das kommt hin, das kommt hin. Ich streiche gerade jetzt den Rest. Hat gerade gezählt. Sehr schön. Da war ich mir nicht so sicher. So, ich glaube, haben wir die Ecke hier? Na gut, die Ecke fehlt noch. Aber den haben wir das hier alles gestrichen. Sehr schön. Dann haut das hier hin. Und ehrlich gesagt, sieht das gar nicht so schlecht aus. Ne, das passt eigentlich sehr gut zusammen. So, jetzt fehlen aber halt noch jede Menge Kleinigkeiten. Ein dunkles Regal-Memo, ein sehr, sehr kleines. Wo sollen das hin? Wie viel brauchen wir davon überhaupt? 2. Das könnte man hier so gut ranmachen, ne? Was sagt? Die machen wir nebeneinander, die beiden. Sehr schön. Den Wandlampe Webway, die sollen garantiert hier hin, weil wir hier kein großartiges Licht haben. Sehr schön, damit die Ecke hier auch ein bisschen beleuchtet ist. So, die große Halogenlampe. Wo auch immer die hin soll. Mal die Treppe von hinten zu beleuchten, wäre irgendwie Schwachsinn. Meine Vermutung ist mal, das sind die. So. Na, so rum. Damit die Treppe beleuchtet ist. Denk ich mal. So, dann haben wir noch eine Kentierpolme. Die können wir ohne Probleme hier in die Ecke stellen. Es sei denn, da soll noch was anderes rein. Ich stelle die erstmal hier hin. Aber wir haben hier noch Wandhockeyschläger. Würden hier zwar passen. Aber das hier ist ja eher so die Schillecke, ne? Die machen wir mal daran. So, die Dartscheibe müsste eigentlich auch hier in die Ecke, ehrlich gesagt. Ein bisschen größer, wenn es geht. Geht nicht größer? Okay. Ja, die machen wir hier so ran, wa? Perfekt. Dann haben wir hier noch tiefes Holzregal Monte. Ja, wo klatschen wir denn Monte ran? Wir können nicht alles hier vorne ran machen. Zack. Und nee. Das machen wir anders. Das machen wir definitiv anders. Das kommt daran. Das andere da vorne nehmen wir gleich wieder weg. Die eine Box steht eh viel zu dicht. Die muss wohl da hier hin. Na. So. Das da kommt wieder weg. Da könnte man den... Ich weiß nicht, ob das wirklich gut aussieht. Aber gut, abstrakt ist modern, ne? So. Dann haben wir hier noch eine Tischlampe Webway. Die könnte man natürlich hier rausstellen, möchte ich aber eigentlich nicht. Ich finde hier viel, viel besser. So. Wandschallplatz-Set. Ja gut, das würde perfekt hier über das Sofa passen. Sehr schön. Dann haben wir noch Holzweltkarte. Hier ist halt auch noch so frei. Wow. Okay. Okay, warte mal. Wenn wir die Gitarre. Wenn wir die hier so ein bisschen mit so schräg hinhängen. Hätten wir hier doch perfekt Platz für die Holzweltkarte. Oder nicht? Können wir die nämlich so schön mittig hinhängen? So, die Lampe machen wir ein bisschen wollen. Hier. Bin mir auch gar nicht mal so sicher, ob die Lampe wirklich hier hin soll. Für was soll hier noch gemeiner Efeu hin? Das ist eine Frage, wo der hin soll. Der ist ja so groß. Ein Efeu würde ich schon fast hier behaupten. Hier vor die Tür ist halt immer doof, ne? Hier könnten wir noch ein Efeu hinhängen. Aber wir brauchen 4 Stück davon. Hier so ein bisschen als Trennung, damit man da nicht so die angeschraubte Platte sieht. Vom Regal ist auch doof. Hier beim Fernseher ist aber auch doof. Wir hängen hier noch ein Efeu hin. So, wir haben ja auf jeden Fall noch Stadtplan Amsterdam. Dann hängen wir den jetzt hier hin. Sieht die Ecke nicht so leer aus. Stadtplan London haben wir noch. Ich meine, das geht zwar, aber... Naja, im Normalfall hat man die Türen ja geschlossen, ne? Und Warschau haben wir noch. Ich finde das ein bisschen viel für die Wände hier, aber gut. Die Schmecker sind verschieden.
Und jetzt fehlen eigentlich nur noch 3 Teppiche, ne? Jo. Die können wir ja nicht in grau machen. Dann machen wir mal in blau, weil der Fußboden schon so grau ist. So, den einen Teppich würde ich schon fast behaupten hier unter dem Wohnzimmertisch. So ungefähr. Jo. Den machen wir denn mal. Ah, ich will sie alle schon gerne im blauen Stil, aber verschiedene. Den mache ich absolut ein bisschen kleiner. Den machen wir hier vor. Jo, das passt. Wo machen wir den dritten hin? Den machen wir mal in Türkis. Hier unter. Wird passen, ne? Ich glaube, das wird passen. Dann rutscht der Kickertisch nicht so hin und her, wenn es ein bisschen wilder zur Sache geht. Sehr schön. Den haben wir nämlich hier, den Eingangsbereich, der gleichzeitig Wohnzimmer und Hobbyraum in einem ist. Auch fertig. Das Einzige, was mir jetzt heute noch nicht gefällt, ist hier die Blume. Die stellen wir jetzt hier in die Kante. Dann sind die Ecke ein bisschen... Ja. Gut. Und dann kommt wohl Schlafraum und so oben alles hin, wa? Und Erdgeschoss haben wir fertig. Oben ist jede Menge. Alles klar. Da kommen wir uns dann aber beim nächsten Mal drum. Vor heute sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.